Mein Name ist Martin Hebner, ich bin Bundestagsabgeordneter der AfD. Ich stehe hier vor der Bayern-Kaserne in München. Dies ist ein Asylzentrum, so wie es viele andere auch im Bundesgebiet gibt. Keine deutsche Stadt ist von dem Zustrom seit 2015 ausgenommen worden. Ein Zustrom vor allem junger Männer aus arabischen und afrikanischen Ländern. Viele sehen das mit Besorgnis, glauben aber an einen Zufall, an ein einmaliges Ereignis. An ein Ereignis, das unsere Regierung nicht gewollt hat, und beides ist nicht richtig. Wäre dies ein einmaliges Ereignis gewesen, so hätte die Politik, die deutsche Regierung, längst Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Sachlage zu ändern. Zumindest um alle Nicht-Asylberechtigten auszuweisen und vieles mehr. Das passiert nicht, im Gegenteil. Die deutsche Regierung, insbesondere Frau Merkel, ist bei der Ausweitung der Zuwanderung, einer massiven und für Deutschland unkontrollierbaren Zuwanderung. Denn Anfang Dezember soll in Marokko der globale Pakt für Migration, The Global Compact for Migration, angenommen werden. Und Frau Merkel sitzt im Forum neben Marokko in der Steuerung dieser internationalen Vereinbarung. Die UN-Pläne belegen, es geht immer weniger um Flucht, es geht um Umsiedlung. Ziel ist die Etablierung eines weltweiten Migrationsgesetzes, einer Weltordnung für Migration, bindend für die Unterzeichner, für alle Unterzeichnerstaaten. Es könnte zum Signal für eine nie dagewesene Völkerwanderung werden, die vor allem in die Sozialsysteme Europas erfolgen wird. Der Pakt und die völkerrechtliche Bindung ist durch eine Reihe eindeutiger Verpflichtungen für die aufnehmenden Staaten, wie Deutschland postuliert, und erklärt Rechte für die Migranten. Der globale Pakt für Migration sieht Mittel zur Umsetzung und einen Rahmen für die Weiterverfolgung, Überprüfung und Kontrolle der Einhaltung der internationalen Migration vor in allen ihren Dimensionen zwischen den Unterzeichnerstaaten. Selbst das EU-Parlament und natürlich zuvor die EU-Kommission haben zugestimmt. Es wurde explizit der fundamentale Grundsatz der Nicht-Zurückweisung an unseren Grenzen beschlossen. Ja, keiner soll mehr zurückgewiesen werden an unseren Grenzen. Und selbst die so laut in München tönende CSU hat unter anderem mit Frau Hohlmeier und dem selbsternannten Juncker-Nachfolger Herrn Manfred Weber, CSU, zugestimmt. Sie fragen sich jetzt bestimmt, warum darüber in der Presse, den offiziellen Medien von ARD und ZDF, nicht berichtet wird. Nun erinnern Sie sich doch bitte einmal an Silvester 2015 auf 16 in Köln und anderswo in Deutschland. Die Meldungen kamen erst Tage, 4 oder 5 Tage nach dem Ereignis in die Presse und ins Fernsehen. Erst nachdem die Nachrichten der sozialen Netzwerke nicht mehr zu unterdrücken waren. Und auch genau deshalb mein Video zum globalen Pakt für Migration. Denn alle diese Maßnahmen dieses Paktes haben mit einer weiteren Aushöhlung unserer staatlichen Souveränität zu tun, der Unterwerfung nationalem Rechts und der undemokratisch gefassten neuen Normen. Denn undemokratisch ist es auf alle Fälle. Der Deutsche Bundestag, die gewählten Volksvertreter, wurden gar nicht einbezogen. Ja, die Entscheidung des EU-Parlaments sollte im EU-Ausschuss, ich bin Mitglied in diesem EU-Ausschuss, nicht einmal zur Kenntnis gebracht werden. Aber es ist wichtig, dass sowohl die Kritik an den Verpflichtungen des Paktes wie auch die bewusst in Kauf genommenen sozialen Verwerfungen, wir haben erst kürzlich jetzt wiederum einen Messermord, unbedingt behandelt werden. Die USA bezeichnen im Übrigen diesen globalen Pakt für Migration als No-Borders-Vertrag, als einen Vertrag zur Aufhebung aller Grenzen. Und die USA sagen, wir sind eine Nation, kein Siedlungsgebiet. Aber unsere Regierung erklärt unser Deutschland zum Siedlungsgebiet für alle Migranten aus islamischen und afrikanischen Ländern. Ohne Genehmigung des Bundestags und auch ohne Information der deutschen Bevölkerung. Aber wir sind für Frau Merkel ja ohnehin nur noch die schon länger hier Lebenden. Und ja, Frau Merkel erklärt auch laufend, sie wolle illegale Migration durch legale Migration ersetzen. Ja, genau dieses Bekenntnis aus Ende 2015 wiederholt in 2016 und wiederum 2017 wird aber von den Medien bewusst nicht aufgegriffen. Wie auch Amerika, USA, so hat auch Dänemark und Ungarn seine Mitarbeit und Beteiligung an dem Pakt beendet. Das bulgarische Parlament verbot seiner Regierung, diesbezüglich Unterschrift zu leisten. Andere Länder werden folgen. Unsere Gespräche mit Botschaften verschiedener EU-Staaten haben ergeben, dass vielerorts der Kollektivdruck auf die Regierung groß und die Kenntnis über das Ausmaß des Pakts noch nicht Raum gegriffen hat. Aber das ändert sich gerade. Gerade im finalen Entwurf des globalen Pakts für Migration vom Juli sind gegenüber Februar 11 Seiten neu hinzugekommen, auf jetzt in Summe 34 Seiten, ohne jegliche parlamentarische Befassung.
Der Vertrag enthält nun auch noch eine Fülle von Verschärfungen, die unsere Gesetze überlappen und unterlaufen. Spätere Korrekturen sind nahezu ausgeschlossen. Sie haben ihre Hose runter. Ja. Guck mal, der verliert ihn gleich. Oh, der schmeißt er. Das Papier ist die Kapitulation unserer nationalen Politik in allen Fragen der Migration. Ein absoluter Skandal. Die anderen Parteien schweigen dazu. Viele deren Abgeordnete befinden sich weitgehend in Unkenntnis zu diesem Papier oder sind froh, wenn Deutschland verschwindet. So auch vor allem die Grünen. Frau Merkel, die wie gesagt immer wieder betont, man müsse illegale Migration durch legale ersetzen, begrüßt das Werkzeug dieses globalen Paktes, um danach ein völlig neues europäisches Asylsystem etablieren zu können. Denn machen wir uns nichts vor. Nach dem Resettlement- und Relocation-Programm der CDU-CSU, das stand 2017 auch noch völlig überraschend im Wahlprogramm der Union, soll nun der globale Pakt für Migration die nationale Identitäten verwischen, eine multiethnische und multikulturelle Gesellschaft schaffen. Also all das, was noch nie an einem Ort der Welt funktioniert hat. Deutschland darf diesen globalen Pakt für Migration nicht annehmen, ihm nicht zustimmen. Dieser Pakt ist ein Instrument zur Aufhebung unserer Souveränität und Identität. Schreiben Sie doch bitte einmal Ihrem Bundestags- oder Ihren Landtagsabgeordneten und bitten Sie um Stellungnahme zu diesem Pakt. Wir brauchen endlich eine Entscheidung des Deutschen Bundestags zu diesem globalen Pakt für Migration. Er darf von unserer Regierung nicht klammheimlich angenommen werden. Auch jede Landtagsfraktion sollte das Thema nochmals im Kontext weiterer Zuwanderung behandeln. Mit den Folgen, den gravierenden Folgen für den Arbeitsmarkt, Sozialkassen, innere Sicherheit vor allem für unsere Frauen und Töchter, Gesundheit, kulturelle Verwerfungen für die Bildung und andere Problemfelder. Meine Damen und Herren, es ist 11:55 in der Frage der Beibehaltung unserer Identität und der Abwehr, Abgrenzung weiterer nicht qualifizierter kulturfremder Migration. Hier kommen keine Facharbeiter und kein zukünftiges Potenzial für Europa. Hier kommt die arabische und die afrikanische Kulturrevolution. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Irrsinn stoppen. Vielen Dank. Wir haben da Platz genug. Wo es mit den Bussen weiterfahren, wir leiten die Leute da in diese Richtung. Wir können nicht mehr anders. Wir können nicht mehr anders. Wir können gar nicht mehr. Ja, dann räumen Sie bitte den Platz. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.